24 Schüler sind im Schulrestaurant. 11 haben ein Sandwich, 9 eine Apfelsine und N haben weder ein Sandwich noch eine Apfelsine. Frage: Welcher ist der größtmögliche Wert für diese Zahl N? Stellen wir die Situation so dar: Das ist die Menge aller Schüler, die ein Sandwich haben. Das ist die Menge aller Schüler, die eine Apfelsine haben. Und das ist die Menge aller Schüler, die im Schulrestaurant sind. Die Ausgangssituation könnte diese sein: Kein Schüler hat Sandwich und Apfelsine. Dann sind 11 Schüler, die haben ein Sandwich und nur ein Sandwich. Und 9 Schüler haben eine Apfelsine und nur eine Apfelsine. 11 plus 0 plus 9, das macht 20. Also sind noch 4 Schüler im Schulrestaurant, die weder Sandwich noch Apfelsine haben. Falls aber ein Schüler im Schulrestaurant ist, der ein Sandwich und eine Apfelsine hat, dann bleiben 10 Schüler, die ein Sandwich haben, aber keine Apfelsine, und 8 Schüler, die eine Apfelsine haben, aber kein Sandwich. Und 10 plus 1 plus 8, das macht 19. Also bleiben hier noch 5 Schüler, die weder Sandwich noch Apfelsine haben. Wir sehen also, im Vergleich zu der vorigen Situation, ist diese Zahl 4 auf 5 gestiegen. Daraus können wir schnell schließen: Je größer die Zahl in der Schnittmenge ist, desto größer wird diese Zahl n sein. Und die größtmögliche Zahl in der Schnittmenge, das sind die 9 Leute, die eine Apfelsine haben. Also alle 9 Leute, die eine Apfelsine haben, haben auch ein Sandwich. So bleibt da kein einziger Schüler und hier 2. 2 plus 9 macht 11 und dann sind wir sicher, dass hier 13 Schüler sind. Das ist also der Maximalwert für die Zahl n. Und demzufolge ist Antwort B die richtige. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.